So, es gibt etwas, was es so bei mir im Shop noch nie gab. Und zwar gibt es zu jeder Bestellung ab einem Warenwert von 65 Euro ein gratis T-Shirt eurer Wahl dazu. Warenkorb voll machen, 65 Euro. Das T-Shirt, was ihr dann hinzufügt, ist gratis dazu. Also das ist etwas, das wird es wahrscheinlich nicht nochmal geben. Ein gratis T-Shirt obendrauf. G steht für gern auschecken. Und natürlich läuft immer noch die limitierte Autogrammkartenaktion. Also gratis T-Shirt plus limitierte Autogrammkarte. Gerne auschecken auf montanablack.de. G steht für gern. Das Haus zahlt sich nicht von alleine. Viel Spaß mit dem Video. Kuss. Dann gucken wir uns in der Zeit das Video an. So wichtig ist Frauen die Größe bei Männern. Straßenumfrage am Ballermann. Die Frage ist, meint er die Größe Größe oder die Größe Größe? Der Hausmeister, der Player. Wie wichtig ist euch Frauen die Größe bei uns Männern? Die Pornodarstellerin. Ja, Mann. Ich sag jetzt nicht meinen Namen, aber wer mich kennt, der kennt mich. Ja, okay, anscheinend die Größe Größe. Mach, darf ich das? Das mag ich auch gern. Was geht ab? Das ist jetzt schon Fremdscham-Level, Digga. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Marc Eggers und wie man sehen kann, ich bin wieder hier in meiner Heimat. Hi. Hallo. Na, wer bist du denn? Ich bin die Victoria. Hallo Victoria. Wie wichtig ist Frauen die Größe von Männern? Größe von Männern? Ja, wie wichtig ist dir die Größe? Du bist ja auch nicht ganz klein, ne? Ich weiß. Ja. Schon wichtig. Ja? Ja, schon. Wenn er kleiner ist, keine Chance? Das ist schwierig. Das ist halt, da fühlt man sich immer so männlich. Wäre ich okay von der Größe? Ja, voll. Ich bin wieder an der Playa de Palma, El Arenal, hinter mir die Schinkenstraße. Und ich werde heute die Frauen fragen, wie wichtig ist euch denn die Größe bei Männern? Auf geht's, let's go. Warum seid ihr so gut drauf oder habt ihr gut getankt? Wie wichtig ist euch die Größe bei Männern? Körpergröße. Er sollte sicher ein Kopf größer sein wie ich. Ein Kopf größer als du? Ja. Ihr seid aus der Schweiz, ne? Ja. Hört man das? Das hört man nicht. Nein, überhaupt nicht. Große Vorliebe für Schweizerinnen. Oha, verliebt, Bruder. Okay. Wie wichtig ist euch die Größe bei Männern? Nicht so wichtig. Kommt auf die Technik an. Auf die Technik? Ja. Ich meinte eigentlich die Körpergröße. So 1,90 muss er schon sein, ne? Unten. Ich stell mir dann immer vor, wenn ich als Mann sagen würde, öffentlich, eine Frau muss mindestens 1,70 sein, Bruder, dann würde ich halt einfach den Shitstorm meines Lebens bekommen. Aber wenn eine Frau sagt, der muss mindestens 1,90, dann ist immer vollkommen in Ordnung, Digga. Das ist immer vollkommen in Ordnung. Nein, Größe. Nur die Größe. Körpergröße 1,90? Ja, ja. Gut. Bei dir? Also 1,80. Es ist eine oberflächliche Meinung. Letztendlich am Ende des Tages, Digga, sollte es doch eigentlich scheißegal sein, wie groß ein Mann oder eine Frau ist, wenn es charakterlich, menschlich passt. Dann ist doch egal, Digga, ob du 1,90 oder, also weißt du, wenn man jetzt danach geht, würde sie ihren Traummann des Lebens, der ist charakterlich, Bruder, Maschallah, einer der Besten, aber er ist nur 1,88, dann nimmt sie ihn nicht. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt so super idiotisch eigentlich. Versteht ihr, wie ich meine? Also lasst euch von dem Video klar, es ist ein oberflächliches Video und ja, Frauen mögen große Männer, aber Digga, die werden nicht mit dir, neben dir stehen mit einem Zentimetermaßstab und wenn du 1,85 bist, aber sie findet dich sonst klasse, sagt sie, ja nee, ja, du bist nicht 1,9, weißt du? Der Seegang ist da, sagst du, ne? Das kenne ich eigentlich immer nur so um 4 Uhr morgens, bei dir schon um 20.30 Uhr soweit. Ja, leider ja. Was hast du dir gegönnt heute alles? Wodka Lemon, Ingwer-Tee, Zwerge. Ingwer-Tee? Vom Ingwer-Tee bist du so voll? Zwerge. Da sind wir passend beim Thema. Wie wichtig ist dir die Größe bei Männern? Es kommt immer darauf an. Auf was? Ja, Von hinten, von vorne oder was meinst du? Links, rechts, schmeiß weg die Banane? Nein. Sondern? Er muss so sein wie du. Ich weiß, dass du einen geilen Po hast. Woher das denn? Hatten wir schon mal was Scheiße? Nein, hatten wir noch nicht. Leider. Ich versuche uns gerade einen Dreier zu klären, Nicole. Jetzt stell dich nicht so an. Ich habe das schon mal gesagt, Digga. Aber für mich ist das immer so anstrengend. Also, wenn ich mir vorstelle, mit dem Besoffenen mich ablabern zu müssen, Digga, das wäre so unangenehm für mich. Hier, stabile Uhr oder was? Ja. Die ist vom Helmut aber, Digga, das sehe ich. Das sage ich auf jeden Fall nicht. Ja, Digga. Ich frage heute die Frauen, wie wichtig ist euch die Größe bei Männern? Ja. Du bist ja das Paradebeispiel. Wir reden leider von unten, Digga. Sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig? Ja, sehr wichtig. Das heißt, kleiner Mann kommt nicht nach Hause? Bei mir nicht, nee. Ihr seid aber auch richtig radikal drauf. Warte, wer seine Größe? Wäre zu klein. Ihr wird aber auch gefrontet. Ich find's, Bruder, ich muss sagen, ich find's trotzdem lustig. Wenn wir das als Männer machen würden, so oberflächlich sagen, nee, Digga, wir würden den Shit so, aber bei den Frauen ist es vollkommen okay. Ist vollkommen okay. Also du kannst doch nicht immer nach der Größe gehen. Doch, die Leute gehen immer nach der Größe, glauben wir. Das heißt, die Leute? Ja, wie alt bist du? Die Leute, ja. You have so beautiful eyes. Oh, you. Please look in my camera. It's for a YouTube video. Oha, what's... No. Ich hab schon ein paar Bier drin, aber das erkenne ich ja auch. How important is the size of a guy? Doesn't matter.
It doesn't matter. The age or height? Nee, Oh shit. Depending on the guy. Theoretisch gesehen müssten sie niedrigen Anspruch haben. Performance. Exactly, the performance. The performance? Yeah. What is the right performance? Doggy style or? No. The best performance for a small... Oh, no, a small, no. No experience. First experience tonight with me. Man kennt ihn. I'm honest with you. I'm look tall, but downstairs is not tall. You always remember the German guy, the tall German guy with the small p. Thema kleiner p***, da haben wir doch Betonmisch. Großer Bizeps, aber klein p***, ne? Digga, Bizeps, nicht ganz kurz. Ja, deswegen ist blöd, du hast ja meine Schwester schon mit ins Video genommen. Das ist schon ordentlich, Digga. Deine Schwester? Ja. Das war deine Schwester. Deine Schwester. Ich würde das Video jetzt einfach mal beenden. Wirklich? Ja. Warte mal, bist du die Schwester? Nein. Nee, pass auf, ich habe eine Freundin und die liebt dich voll. Er ist vergeben, ich bin Single. Kann sie mich auch lieben? Ja, sie ist 56, wenn du sie willst. Was ist denn? Ja, viel Spaß. Das war's komplett. Du, Micha, ich lass dich mal mit der 56-Jährigen alleine. Ich hab grad was geklärt. Hallo, darf ich dich... Der Micha hat einen sympathischen Eindruck gemacht. Fragen? Klar, gerne. YouTube-Video, wer ist dran? Kein Problem. So, hallo, wer ist da? Es geht um die Körpergröße bei Männern. Wie wichtig ist sie dir? Es kommt darauf an, also ungefähr 1,70. Also der muss schon ein bisschen größer sein. Okay. Also bei mir... Warte, wo kommt das, auf welchem YouTube? YouTube. Sicher. Nur YouTube, was soll das? Kommt sicher aus, ob ich für Pornhub drehe hier gerade, oder? Ja, Pornhub! Wir machen seriöse Primetime-Unterhaltung für die ARD. Wie wichtig ist euch Frauen die Größe bei uns Männern? Schon sehr wichtig. Das heißt Ausschlusskriterium, wenn er klein ist? Ja, dann ist raus. Ja. Ist raus? Ja. Dann bin ich drinne für heute Abend. Ich bin 1,92. Ja, ich bin ja eh klein, also davon. Das passt, her. Ne? Kann ich dich gut hochheben? Ja. Ab wann ist zu klein? Ja, keine Ahnung, es kommt drauf an, wie man sieht dann. Wie man sieht, wenn du weiter von unten guckst, kann er groß aussehen, oder was? Die Technik mache ich auch immer, wenn man die Selfies macht. Jevan, hörst du mich? Sehe ich aus wie jemand, der irgendeinen Trash macht, hier irgendwelche Frauen fragen kann würde? Sein? Kann sein, weiß ich ja nicht. Oder kenne ich dich so gut, dass ich das beurteile? Noch kennen wir uns nicht so gut. Ja, also leider. Wie heißt du? Diana. Er macht auch gefühlt jede alte versucht, das klar zu machen, ne? Wie heißt du? Diana? Genau. Jetzt hat es mir die Sprache verschlagen, Diana. Warum das denn? Ich weiß es auch nicht. Für einen Moment war ich kurz weggetreten. Also ich muss aber eine Sache, Diana, nicht böse gemeint, aber wie kannst du bitte das Oberteil mit der Handtasche kombinieren? Das triggert mich die ganze Zeit so maximal aus der Hölle. Wie kann man die Handtasche mit dem Kleid kombinieren? Das macht mich fix und fertig, Digga. Mach hier mal am Hals auch ganz... Mach, darf ich das? Das mag ich auch gerne, Diana. Sei froh. Das ist schon irgendwie cringe, das Video. Das ist genau der Grund, warum wir uns angucken, Digga. Glaubst du, ich feier? Also glaubst du, ich fühle das. Ich guck's mir an, weil ich mich danach einfach wie Albert Einstein fühle, Digga. So, ich bin hier vorne im Negresco Hotel. Okay. Du lässt doch nicht los, ne? Ich spüre das. Auf jeden Fall nicht. So ein Typ wie dich kann man nicht loslassen. Wie wichtig ist euch die Größe bei Männern? Oh. Ich rede von der Körpergröße an. Was denkst so. Du wieder? Ja, da geht's wieder los. Nee, ich habe gesagt, heute ist mal seriös. Jeva, hörst du mich? Ja, also die Größe eines Mannes ist mir sehr wichtig. Erkennt man am Johannes. Das heißt, wenn ein Mann klein ist, hat er keine Chance, oder was? Auch wenn er ein cooler Typ ist, gut gebaut, nein. Smart. Das kann doch, ey, Mädels. Das ist richtig frech. Ich habe das auch schon öfters gehört. Ich sehe das ja nicht so. Bei dir ist er nicht raus? Nee. Finde ich gut. Du sagst straight up. Ich bin da schon fast diskriminiert. Man kann ja nichts dafür. Aber es gibt ja auch genug Frauen. Die zum auch Glück. Wie heißt du? Lena. Daumen nach oben mal für Lena, weil die Lena supportet auch die kleinen Männer. Danke für das. Danke für das. Wo kommst du denn hin? Originale aus Serbien. Aus Serbien? Mhm. Boah, das Eisen ist mir zu heiß. Wir gehen weiter. Komm. Wie wichtig ist Frauen, auch den serbischen Frauen, die Größe bei Männern? Sehr wichtig. Nee, ist nicht wichtig. Was ist dir wichtig? Macht nur Spaß. Dass also, er so guckt wie du. Aber wirklich, du hast so eine Attitude, so eine Ausstrahlung. Ich bin nur Krankenschwester. Oh, mir tut was weh. Wo? Am Rücken. Am Rücken? Ja, oh. Da tiefer. Ja, oh. No, ja, da, ja, ja, oh. Sollte schon größer sein als ich. Größer sein als ja, du? Sonst will ich ja, bei dir? Finde ich auch. Gibt es irgendwas, wenn man jetzt ein Mann ist? Also gleich groß oder größer? Aber was ist, wenn er kleiner ist? Dann fühlt man sich irgendwie unwohl. Ihr wollt euch beschützt fühlen, ne? Ich will jetzt so einen Arm nehmen können irgendwie. Fühlst du dich beschützt? Ja. Ich stell mir einfach gerade vor, wenn das die Jungs da draußen sehen, die halt alle so 1,70 sind, so wie Elias. Bruder, die, also gefühlt werden die nie wieder eine Frau ansprechen. Das ist Bodyshaming. Und darüber sollte mal ein Video gemacht werden, Digga. Das ist Bodyshaming auf ganz hohem Niveau, Digga. Wie wichtig ist den Frauen die Größe bei Männern? Größe so? Ja, die Körpergröße, selbstverständlich. Also ist klar. Nicht wichtig. Oh, du bist einer der wenigen, die das sagt. Ja, ich bin ja auch klein. Ja, da gibt's ganz viel Spaß. Sehr unangenehm nah irgendwie sein Geschlechtsteil. Was hatte er auch an? War das eine Boxershorts oder war das eine Badehose? Das ist meine absolute Lieblingsseite. Ich bin jeden Tag locker dreimal drauf. Ich hoffe. Uff, jetzt wird's unangenehm, glaube ich. Bist du Pornodarstellerin? Ja, Mann. Ich sag jetzt nicht meinen Namen, aber wer mich kennt, der kennt mich. Aber er ist total lustig, weil ohne Spaß.
alle sagen, ey, willst du mit mir ein Foto machen? Ich so, ja, Pornhub! So geht das den ganzen Tag. Kein Scheiß. Wie wichtig ist dir denn die Größe bei den Männern? Das sei ja schon einfach mal unkommentiert. Also ein kleiner Typ wäre auch okay. Nee. Ich bin nicht oberflächlich. Das lass ich mal kurz unkommentiert. Nee. Halt einfach's Maul. I'm too sexy for my love. Switzerland. YouTube-Video. Darf ich euch eine Frage stellen? Ein Millimeter größer sein als ich. Ein Millimeter größer als ich. Also 1,80 ist okay. Ich bin 1,92. Aber schlussendlich zählt ja der Charakter also. Charakter, scheiße, Größe gut bei mir. Du haust jetzt ab, Junge. Du hast schon vorhin verkackt. Doch. Die Leute gehen immer nach der Größe, glauben mir. So, Leute, das war jetzt mal wieder die Straßenumfrage. Ich befinde mich wie am Anfang hier in der Schinkenstraße. Hab die Frauen gefragt, wie wichtig ist euch denn die Größe bei uns? Also, Digga, es tut also da. Ja, es ist. Also, Rudi, es ist immer viel Selbstdarstellung auch, ne? Man kann sich's geben so und danach fühlt man sich immer klug, aber es ist auch sehr viel Selbstdarstellung auf jeden Fall. Anstrengend. Schon anstrengend zum Teil, ja.